in der jeder weiß, was er zu tun hat, in der jeder dem anderen hilft. Erst interessante Sturm-Offensivaktion über Friesenbichler, der natürlich selber fehlt im Strafraum als Adressat, aber das hätte beinahe auch so funktioniert. Schöne Aktion von Friesenbichler, Stangler kommt aber nicht an. Dafür gibt es die erste Ecke. Nach nicht mal 2 Minuten für Sturm. Ullmann wird da ausgetanzt von Friesenbichler. Jakob Janscher zeigt die Eckenvariante an, die auch richtig gefährlich war. Da war Streminger noch dran beim Schuss von Hierländer. Riesenreaktion von Richard Strebinger, tolle Eckballvariante seiner Mannschaft. Und Hierländer hat den auch wirklich gut getroffen. Diesmal der klassische Flankenball und auch da gibt es einen Abschluss, Wüttrich. Beide Ecken also sehr gefährlich vorgetragen, unangenehm zu verteidigen. Für Rapid, Wüttrich setzt sich da schön durch. Und davor diese wunderbare Sturm-Eckball-Variante, die Superparade von Strebinger. Also wenn der Ball natürlich in ein Eck geht, hat er keine Chance, aber so hat er noch die Möglichkeit, den Arm raufzureißen. Stojkovic. Ja, der Haken war einfach, geht aber ebenso einfach auf und das führt dann immerhin zur ersten Rapid-Ecke. Mal schauen, was die Wiener in Sachen Varianten drauf haben. Jörg Siebenhandl vor diesem Spiel in der Bundesliga 455 Minuten ohne Gegentor. Wenn wir das Cup-Spiel der dritten Runde dazu rechnen, sind es im Pflichtspiel schon 544 Minuten. Und jetzt ein paar mehr. Schick. Bisschen komplizierter das ausgesehen, aber es gibt die nächste Chance für Rapid. Für Schick, der aus spitzem Winkel abzieht. Die nächste Ecke folgt auf den Fuß. Und somit haben dann doch beide Teams jetzt in der Anfangsphase nach diesen Eckbällen für Gefahr sorgen können. Marcel Ritzmeier. Es kommt wohl auch hier beim zweiten Eckball der hohe Ball. Und auch hier gibt es eine Torchance und sogar der Treffer. Erçankara mit seinem 7. Saisontor und Jörg Siebenhandl ist wieder mal geschlagen in der Bundesliga. Nach 462 Minuten ohne Gegentor geht diese überragende Serie zu Ende. Warum sehen wir hier? Kara bewegt sich gut, löst sich von Goran Stankovic, der dann nicht mehr wirklich eingreift in diesen Zweikampf. Ich denke, der hat vielleicht dann nicht gerechnet, dass der Ball tatsächlich durchgeht. Aber damit muss er auch rechnen. Da ist Goran Stankovic kurz stehen geblieben. Warum eigentlich? Kara läuft durch, macht das technisch sauber. Und trifft hier zur frühen Führung für Rapid. Marcel Ritzmeier mit der Ecke. Und die führt zum 1-0. Weil Kara hier Goran Stankovic davonläuft. Der enttäuscht zum Teamkollegen blickt. Im Sinne, warum hast du das nicht vor mir lösen können? Scheint aber vorerst verkraftbar zu sein für Schick. Damit begleiten wir wieder Marcel Ritzmeier. Siebenhandl stark bedrängt, aber gut gelöst. Da war einiges los direkt vor ihm. Wieder Kara gegen Goran Stankovic. Das war auch klar, dass die beiden heute oft aufeinander prallen werden. Friesenbichler forciert den Doppelpass, war eine tolle Idee, eine super Aktion und Kiteschwili
verpasst hier den sicheren Ausgleich. Ein Doppelpass vom Feinsten eigentlich, Friesenbichler. Und völlig frei, Otakiteschwili, der hätte ihr gefühlt sogar noch die Chance gehabt, sich den Ball zu stoppen. Also war schon klar, dass er hier direkt schießt und den ersten Kontakt nimmt. Aber der war derart frei. Hier, 7 Meter vor dem Tor, zentral, bekommt den Ball auch gar nicht schlecht serviert. Didi Küber wurde ja auch im Vorfeld schon besprochen. Sturm mit der Balleroberung. In dieser Zone ist natürlich immer gut und immer gut genug für eine Torchance im Anschluss. Friesenbichler hat da auch ein bisschen Pech, war gar nicht schlecht gemacht. Gefällt mir sehr gut in dieser Anfangsphase. Ullmann. Mit Ritzmeier. Jetzt die optimale Schussposition eigentlich, aber es wird nochmal zu Stojkovic rübergepasst von Petrovic. Bevor es dann am Sonntag wieder spannend wird in Sachen Top 4. Ullmann. Hat mal ein bisschen Platz gehabt. Prompt kommt die präzise Flanke. Herr Ciancara schafft es sogar noch, sich zu drehen. Und zum Abschluss zu kommen, der in diesem Falle wohl Christoph Gnasmüllner war. Im Gegenzug Ritzmeier und Rapid. Petrovic. Natürlich kein Distanzschuss, der wartet auf den Pass, dass dieser möglich ist. Der Pass kommt, die Flanke auch. Thorsten Schick hält den Ball im Spiel. Ritzmeier, der nimmt der Wolle, hat auch gut getroffen. Zu seinem Pech stand Ingolitsch direkt vor ihm. Ui, was für ein Patzer von Hofmann. Und das ist widerstrebig, aber es gibt Friesenbichler. Und der jubelt jetzt gemeinsam mit seinem Sturmkollegen, weil Janča hier mit dem 1:1-Treffer zuständig ist. Schien ungefährlich zu sein. Hier, Hofmann. Was für ein Fehler, kann passieren. Janča dann nicht im Abseits, bekommt den Ball von Friesenbichler. Scheitert zunächst, dann Strebinger und dann Janča. Ja, er war es aus der Drehung mit dem Rechten. Friesenbichler hat ja auch ausgeholt mit links. Und der Ausgleich für Sturm. Ullmann. Nochmal Ullmann. Jetzt hat er sich die Schussposition verschaffen können. Mehr oder weniger gezwungen, den weiten Ball zu lancieren. Also muss er natürlich nicht, aber das Risiko ist ihm zu groß. Auch nachvollziehbar. Und dann wieder knackige Zweikämpfe. Im Anschluss. Das war dann ein Pressball-Torschuss. Hier. Und Gnasmüllner hat es zumindest versucht. Der sieht gut aus und der ist auch richtig gut. Janča. Hierländer mit der Möglichkeit. Hierländer, Strebinger kommt erneut gut raus. Ullmann bringt den Ball nicht weit genug weg. Ingolitsch, Fehlpass, aber das macht Strebinger schon sehr gut. Schlechter Pass von Ljubicic. Gazibegovic hat das früh übernasert. Der wird seine Gelbe geben im Anschluss, aber zunächst gibt es die Sturmchance. Natürlich lässt hier Muckenhammer laufen, denn das ist eine Vorteilssituation, wie es im Buche steht. Hierländer, auch er hätte hier schon ein Tor machen können. Strebinger. Wie gesagt, in diesen Situationen wirklich überragend heute bisher. Ullmann hat ein bisschen Glück mit seiner Abwehrtat, dass da nicht noch was dabei rauskommt für Sturm in Sachen Torchance.
So, Platz mal für Schick. Zu lange gewartet. Relativ ausgeglichen die Torschussbilanz bisher. Das hat heute schon mal ganz gut funktioniert. Schon ein paar Minuten her. Marcel Ritzmeier. Petrovic. Nochmal Ritzmeier. Versucht's Baratsch, ja, versucht's, abgefälscht. Nochmal Ecke für Rapid. Schick. Gut verteidigt von Sturm, auch wenn dann Kuhn den Ball nicht weit genug wegbringt. Prinzipiell aber das Offensivspiel von Sturm sehr variabel und durchaus gut anzusehen. Rapid nur selten gefährlich, aber jetzt mit dem Tor. Was für eine finale Aktion in dieser ersten Hälfte. Thorsten Schick. Sehr umtriebig heute mit dem 2:1 Führungstreffer für Rapid. Und ich wollte schon ansetzen, dass es Rapid nicht schafft, so wie Sturm, die Angriffe gefährlich auch zu beenden mit Torchancen. Aber das war ein vergleichsweise simpler Angriff, der toll vollendet wurde. Kein Abseits von Thorsten Schick, der da auch völlig frei war im Zentrum. Den hatte gar keiner. Ljubicic mit dem Assist. Und dann sehr ruhig der Abschluss. Sehr konzentriert von Schick mit links. Aber schön zu Ende gespielt, die Aktion über Gnasmüllner, Ljubicic und Thorsten Schick. Rapid von links nach rechts. Beide Trainer haben keinen Grund gesehen zu wechseln. Schick, der zu Beginn vielleicht kurz dachte, kann das weitergehen, nachdem er angeschlagen war und der dann so ein großer Faktor war in dieser ersten Hälfte. Ljubicic leitet ein und die erste Chance, Ercan Kara. Mateo Baratsch. Ullmann. Kann man mal probieren als Rapidler des Jahres. Das gibt Selbstvertrauen, wenn die Fans gerade bei so einem Verein so hinter einem stehen. Jetzt mit einmal berühren, dadurch diesen Raum verschafft. Immer noch die Chance auf einen Abschluss. Petrovic, Stojkovic. Dann bietet sich Kara gut an. Und das alles wird belohnt, zumindest mit einer Ecke. Eck zuzumachen, der Ball kommt hoch. Siebenhandel, kurze Orientierung verloren, aber es gibt keine weitere Ecke. Gibt den Abstoß. Er hat schon Kara noch leicht angeschlagen. Nach einem seiner zahllosen Zweikämpfe. Löst sich hier wieder gut von Goran Stankovic in dieser Situation. Also hätte sich auch hier perfekt durchgesetzt, wenn nicht auch Siebenhandel diesmal im Bilde gewesen wäre. Friesenbichler, gut entgegengekommen. Ljubicic. Ja, Vorteil. Denn Rapid hat eine Möglichkeit, diesen Angriff noch gefährlich abzuschließen. Und das war gefährlich. Siebenhandel, da kommt doch noch mal was auf sein Tor, was er auch parieren kann. Hier das Foul, aber richtig natürlich laufen zu lassen. Gute Spielübersicht von Muckenhammer, Gnasmüllner. Mann, der auch nicht viel verkehrt macht. Komm, hey, aktiv sein, hey!
Schick. Oh, große Chance für Matteo Baracz. Und jetzt ist der Ball im Anschluss drinnen. Knasmüller, Rapid geht mit 3:1 in Führung. Und Sturm offenbart heute defensive Schwächen, wie man sie in dieser Größenordnung lange, lange nicht mehr gesehen hat. Aber das hat auch was mit frischem Kopf, glaube ich, zu tun. Da wirkt Rapid heute bei diesen Zweikämpfen wacher. Dass hier Baracz schon zu dieser Chance kommen kann. Und der hat dann auch die Zeit, sich diesen Ball zu überlegen. Den knallt er in die Mitte und trifft Knasmüller, der ja fast gar nicht mehr ausweichen konnte. Siebenhandel fährt eigentlich zur Seite ab. Nicht weit genug allerdings. Und dann Knasmüller. Mit welchem Teil hat er den eigentlich gemacht? Ja, kann er doch schießen. Und es wird wirklich an der Zeit hier für die Grazer wieder gefährlich zu werden. Dann gibt es eine rote Karte oder was macht hier Muckenhammer? Natürlich. Also natürlich im Sinne, weil er eben dort hingriff, wo zumeist die rote Karte versteckt ist. Ellbogencheck, sagt Dieter Muckenhammer. Ja, wir schauen mal. Auf Barley vor allem gegen Ritzmeier. Okay, da kommt der Check. Das hat Dieter Muckenhammer als Ellbogenstoß gewertet. Auch mit der Haltung jetzt des Ellbogens, also seiner beiden Arme hier, wie er da bewusst reingeht. Okay, also ich muss sagen, da sage ich, das ist eine richtige Entscheidung. Schöne Einstellung jetzt eben gesehen. Schick. Ecke, Rapid. Ritzmeier. Diese Rapid-Ecken, die haben heute was. Baracz, den muss er noch machen. Siebenhandel. Als Knasmüller, Yusuf Demir, der mit diesem Fersal hinterm Tor auch einen tollen Moment hatte. Könnte man mit viel Liebe als Torschuss werten. Es wäre dann der erste gewesen von Sturm. Es gibt nochmal einen Doppelwechsel. Vorteil, Schick, Demir. In Schussposition. Da muss man ihn nicht lange bitten darum, dass er auch den gar nichts mehr zur Wege gebracht hat. Rapid defensiv unglaublich stabil. Ui, Schick gegen Siebenhandel. Was macht Siebenhandel? Schick legt doch mal ab. Demir knallt den ins Kreuzeck. Na, wohin auch sonst? Kann man machen. Und so ist der Fußball, liebe Zuseher. Herrlich abgedroschen. Aber Jörg Siebenhandel vor ein paar Tagen noch, der zu Recht gefeierte Held. Und heute kassiert er 4 Stück. Macht dann diesen Fehler, der allerdings nicht ins Gewicht fällt. Also ihm persönlich wird es wahnsinnig ärgern, aber es ändert ja nichts an der Punktevergabe heute. Yusuf Demir, zweites Bundesliga-Tor und zum zweiten Mal gegen Sturm. Hat im September des vergangenen Jahres getroffen in Graz und heute Schick, der hier eigentlich schon total zurückzieht. Siebenhandel dennoch schafft es nicht, den Ball zu kontrollieren. Der Pass, der an sich wohl eher Arase hätte erreichen sollen, aber Demir ist so frei gewesen und hat das selbst erledigt. Nochmal der Treffer. Sturmfans werden jetzt wegschauen. Schick-Fans werden sagen, gut gemacht. Und die Demir-Anhänger. Die ballen wahrscheinlich jetzt auch die Faust, so wie er hier, der U21-Teamspieler.
Nochmal schick. Der hat doch Lust und Laune. Kitagawa. Siebenhandel nochmal mit einer Parade. Noch eine Ecke gibt's. Schick, super Kontakt war das. Auch gut gemacht von Kitagawa. Der war nicht einfach. Stark von Siebenhandel. Jetzt zum Auftakt in die frühe Saison 4-2-1 gegen Sturm Graz. War das ein rundum perfektes Spiel heute? Ja, wir haben ein gutes Spiel hingelegt, glaube ich. Wir haben in der ersten Halbzeit kurz eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen geschwankt haben. Aber das haben wir sind gleich zurückgekommen, haben das zweite gemacht. Und ja, wir haben dominiert, glaube ich, das Spiel und haben verdient gewonnen. Mit deinem 7. Saisontreff hast du Rapid in Führung gebracht, nach einem Eckball. War das eine einstudierte Variante? Ja, wir trainieren im Training die Eckball-Varianten und der Hicke hat uns so eingestellt und das gelingt uns auch öfters im Training. Weißt du, wie es jetzt tabellarisch aktuell ausschaut? Bis Sonntag sind wir Erster. Wie fühlt sich das an? Sehr gut, aber wir schauen von Spiel zu Spiel und am Ende zählt's. Danke, Ercci. Ritschi, gratuliere zum 4-1 Heimerfolg über Sturm Graz und auch gratuliere zu deiner Leistung. Wie froh bist du heute über das Spiel, aber auch über deine gezeigten Paraden? Ja, in erster Linie natürlich froh über den Sieg. Der steht immer über allem und ich denke, ja, wir haben phasenweise in der ersten Halbzeit haben wir Sturm ein bisschen zu viel spielen lassen, obwohl man sagen muss, dass der Sturm auch gut gemacht hat im Offensivspiel nach dem 1-1. Mit Hierländer, der wirklich sehr beweglich war, dazwischen die Linien, immer wieder gut offensiv im freien Raum gefunden hat. Da ist natürlich dann Sturm zu ein paar Chancen gekommen. Aber ich denke, das 2-1 war so ein bisschen der Knackpunkt, wo eben Sturm drückt hat und wir dann mit einer super Aktion eigentlich von unserer Offensive zum 2-1 kommen vor der Halbzeit. Und dann sind wir halt super rausgestartet und so kommt dann das 4-1 zustande. Wann hast du erfahren, dass du heute zwischen den Pfosten stehen wirst? Ja, im Laufe des Tages. Habe mich natürlich gefreut. Habe mich aber eh schon die ganze Woche eigentlich so vorbereitet, weil wir haben zwar jetzt nichts erahnen können, aber trotzdem musst du ja so vorbereiten, dass du spielst. Und ja, also im Laufe des Tages. Wie wichtig ist es für einen Dorman, dass man gleich mit mehreren Glanzparaden in deinem Fall ins Spiel startet? Wenn ich daran denke, beim Abschluss zum Hierländer gleich am Anfang, dann zweimal gegen Friesenbichler im 1-1. Ja, sicher ist es einfacher, wenn man Bälle bekommt im Laufe des Spiels, als wenn jetzt, sag ich mal, bis zur 70. Minute kein Ball aufs Tor kommt. Aber mich stört es nicht, wenn wir im nächsten Spiel 90 Minuten nur wir im Ball vorne haben und ich park mich halt hinten ein. Wäre auch okay. Wie hast du das Spiel heute von hinten gesehen, von deinem Hintenparkplatz? Ja, eh so, wie ich es gesagt habe. Also eigentlich, ich glaube, wir sind ganz gut reingestartet. Dann nach dem 1-1 haben wir ein bisschen die Kontrolle verloren. Sturm hat es ganz gut gemacht in der Offensive. Aber eben mit dem 2-1, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Und eben gut rausgestartet, das 3-1 gemacht. Und dann mit der roten Karte war es dann gelaufen für uns. Der Sieg gibt Selbstvertrauen, aber wahrscheinlich auch die Tabellensituation, auch wenn sie jetzt einmal nur vorübergehend bis Sonntag ist, oder? Ja, sicher ist das jetzt nur eine Momentaufnahme, aber es ist uns um die 3 Punkte gegangen, die haben wir geholt und deswegen sind wir hochzufrieden. Vielen Dank, Ritschi. Deren mit einem 4-1 in die frühe Saison starten, dann ein fast perfektes Comeback. Würdest du das so unterzeichnen? Ja, das sage ich auch. Also ich freue mich über den Sieg. Die ganze Mannschaft freut sich über den Sieg. Und ich bin froh, wieder am Platz zu stehen, mit den Jungs Spaß haben und natürlich ist es schön, wenn man gewinnt. Wie stolz bist du als Kapitän heute auf die Mannschaft, gerade wenn man bedenkt, dass Sturm auswärts noch kein Spiel verloren gehabt hat bis zu diesem Zeitpunkt und auch bis dato nur 5 Gegentore hatte? Ja, wir haben schon gewusst, was uns erwartet, dass Sturm in der Defensive richtig gut steht. Und aber meiner Meinung nach war man in den ersten 10 Minuten richtig aggressiv, 100% da. Jeder wollte unbedingt in den Zweikämpfen und hatten klar Phasen, wo wir nicht richtig gut im Spiel drin waren. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft. Hand aufs Herz, du hast das 2-1 sehenswert eingeleitet. Wie viel Gefühl steckt in deinem rechten Fuß? Ja, jetzt nach der Verletzung nicht so viel, aber ich glaube, das habe ich sehr fein gemacht. Aber ich muss auch sagen, Schicki hat das auch 1A gemacht. Wie viel Selbstvertrauen gibt das Spiel für die nächsten Aufgaben? Natürlich, wenn man gewinnt, ist es schön, aber wir tun das jetzt morgen dann abhaken, konzentrieren uns auf St. Pölten und für mich wird es auch ein überragendes Duell gegen meinen Bruder. Danke dir. Ja, ich glaube, wir sind relativ gut ins Spiel eigentlich reingestartet. Dann hat Sturm das Heft in die Hand genommen und da hat man, glaube ich, einfach gemerkt, dass sie schon ein Pflichtspiel in den Beinen haben. Da haben wir ein bisschen
ein bisschen Probleme gehabt, haben uns zu weit reindrücken lassen von ihnen. Und umso wichtiger war es dann, dass wir vor der Halbzeit nochmal in Führung gegangen sind. Das hat der Mannschaft nochmal einen Push gegeben und ich glaube, mit der zweiten Halbzeit können wir dann sehr zufrieden sein. Da haben wir sehr, sehr klar gespielt, sehr, sehr zielstrebig. Vielleicht das eine oder andere Tor hätte man noch mehr machen können, aber ich glaube, im Großen und Ganzen muss man mit einem 4-1 zu Hause gegen Sturm mehr als zufrieden sein. Ja, ich glaube, dass die Tabelle für die Medien und für die Journalisten spannender ist wie für uns. Wir haben die Tabelle vor dem Spiel gewusst, wir haben einfach gewusst, es ist vorne alles sehr eng. An direkten Konkurrenten zu Hause wollen wir unbedingt besiegen. Das haben wir heute geschafft und ist jetzt schön, dass wir auf die Tabelle so schauen können, aber abgerechnet wird dann ganz am Schluss und wenn wir dann nicht mehr fahren, dann habe ich nichts dagegen. Ja, erstens einmal gibt es ja trotzdem 3 Punkte und die Saison geht weiter. Also ich glaube, wir müssen es als Privileg ansehen, dass wir unseren Beruf relativ normal ausüben dürfen. Das können andere nicht von sich behaupten und von dem her gehen wir, glaube ich, jeden Tag mit einer Freude zum Training und wie gesagt, dürfen wir unseren Beruf ausüben, der uns Spaß macht und natürlich vermissen wir die Fans. Ich glaube, heute wäre das ein ausverkauftes Haus gewesen, das wäre natürlich eine unglaubliche Stimmung gewesen, aber ich glaube, es geht da jeden gleich, jeder Mannschaft geht es da gleich und ich glaube, wir machen das ganz gut. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann halt einfach jetzt ein bisschen besser kommunizieren. Von draußen können mehr Infos an die Mannschaft herangetreten werden und von dem her müssen wir es jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Aber ich hoffe dann schon, dass wir vielleicht heuer noch den einen oder anderen Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen. Ja, also wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit zur Vorbereitung gehabt. Also wir haben Sturm live sehen können gegen WRC, wir haben sie gut analysiert. Sie spielen eigentlich immer das gleiche System, das haben wir gewusst, da werden sie uns nicht überraschen können. Und dann haben wir einfach geschaut, wie können wir ihnen am besten wehtun. Und wie gesagt, am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir das besser umsetzen haben können. Aber ich glaube, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es dann richtig gut umgesetzt. Und ich glaube, der Matchplan ist aufgegangen und so kann man das zusammenfassen. Ich denke, der Schicke hat einiges gesagt, beziehungsweise hat die Analyse besser beschreiben können. Ich denke, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und haben dann eigentlich für mich ein bisschen die Spielgänge am Ball vermissen lassen. Dann haben wir Sturm aufkommen lassen, haben sie ein bisschen zurückgezogen, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben dann nicht mehr so nach vorne attackiert und haben Sturm dann eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass sie eigentlich vor unser Tor kommen, wo der Strebe dann schon wirklich sehr gut pariert hat, zum Glück. Aber zur Pause haben wir dann schon gewusst, was wir ändern müssen und waren dann eine komplett andere Mannschaft und ist dann der Sieg auch dementsprechend verdient, würde ich mal sagen. Wobei ich schon sagen muss, dass Sturm eben mit ihrem Spiel sehr, sehr zu spüren ist. Und deshalb freut es mich noch mehr, dass die Jungs im Prinzip dann eben mit der Halbzeitpause dann das dann umgesetzt haben, was wir eigentlich schon von Beginn an spielen wollten. Und war echt ein gutes Spiel, speziell zweite Halbzeit. Merken, wir trainieren es natürlich, aber merken, wenn wir dann gewonnen haben, dann sagst du, okay, es hat funktioniert, aber ich zähle mich nicht zu den Trainern, wenn es dann funktioniert hat, weil es hat des Öfteren vielleicht dann nicht funktioniert, aber wir haben halt immer eine Spiellösung. Heute hat sie wunderbar funktioniert, aber man denkt sich schon was dabei, wo wir uns stärker machen und wie man gegen einen Gegner im Prinzip damit zum Erfolg kommen kann und das hat heute beides gepasst eigentlich. Naja, Innenverteidiger, man muss schon sagen, also beim Maxi Hoffmann war ich nachher, jetzt kann man ja lachen drüber, aber ich war froh, dass er sich nicht beim 1-1, dass er sich nicht im Meniskus gerissen hat, weil normalerweise kann da viel mehr passieren. Aber ich denke, dass der Matteo natürlich ein gutes Spiel gemacht hat, wie viele andere Spieler auch, aber gegen Sturm brauchst du eine gute Leistung, das muss man ganz ehrlich sagen, weil sie von dir alles abverlangen. Also es ist schon so, dass sie sehr aggressiv gegen den Ball spielen und da haben die Jungs heute von 1 bis 11 wirklich eine gute Leistung gebracht und gefreut mich wirklich ungemein für die Mannschaft und auch für uns natürlich. Ich sage, was mir wirklich gefallen hat, dass die Mannschaft nie aufgehört hat. Also wir wollten dann noch ein 5. Tor schießen und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung von der Mannschaft, dass sie dann noch weitermachen. Ja? Und das war eigentlich grundsätzlich aus gewusst mit dem 3-1, wenn wir sie wirklich nicht blöd anstellen, plus dann den Armer weniger. Da geht, und früher hätte man vielleicht gesagt, wir spielen es trocken nach Hause, aber heute haben wir wirklich versucht, nur dass wir ein 5. Tor schießen. Ist uns leider nicht geglückt, aber andererseits, wenn ich es vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 4-1 gewinnen, hätte man das auch gerne genommen. Ja, Dejan Petrovic war heute unglaublich stark. Also hat sie wirklich jetzt in den Wochen, er hat natürlich, glaube ich, Umstellung gehabt am Anfang mit dem Tempo und auch mit der physischen Präsenz. Aber ich muss wirklich sagen, dass er, das hat man auch jetzt in den
in der kurzen Trainingszeit, seit wir im Jänner begonnen haben, hat man gesehen, dass der Dejan wirklich einen Sprung gemacht hat und andere Dejo, also der Ljubicic, haben sich super ergänzt und sind wirklich gute Spieler.